eine Thema war zu sagen, sich selber zu checken, das habe ich glaube ich vorhin in den Diskussionen von Ihnen gehört, Lust zu haben, etwas zu beeinflussen, ist die Motivation, die alle genannt haben, selber das so schreiben können, wie man will, ohne einen Journalisten dazu zu brauchen, sondern einfach wirklich ungeschminkt sagen, was ich denke, aber auch Inhalte haben. Und das war ja, ist ja auch, habe ich auch selber gemerkt, ganz schön schwierig. Was würde ich denn als erstes Thema bei so einem Blog wirklich schreiben? Was ist denn über Coaching noch Spannendes, Neues zu berichten? Und das ist so ein wichtiger Punkt. Das andere zu sagen, Lust auf Austausch, was aber auch bedeutet, eben in jeglicher Form, also ich werde da nicht nur Lob bekommen, überraschenderweise, dass sich vorher damit auseinanderzusetzen, also zum einen eben man zeigt sich. Also ich werde transparenter. Mit jedem Eintrag, mit jedem Kommentar, den ich kommentiere, werde ich als Person sichtbarer. Und da eben, wie bei der Nutzung des Social Media Bereichs generell, muss man sich immer entscheiden, wo ist auch meine Grenze. Weil was wir ja auch alle wissen, ist, das was ich, haben wir auch vorhin noch mal gehört, das was ich glaube gesagt zu haben, verstehen ja nicht immer alle so. Und das ist natürlich bei geschriebener Form eben auch immer noch mal so ein Punkt. Das war eher nochmal auch der Punkt zu sagen, offen für Neues, das war auch was, was alle gesagt haben, da ist was Neues auf dem Markt gewesen, ich habe es ausprobiert und dann habe ich es professionalisiert. Das habe ich vorhin auch mal irgendwo aufgeschnappt. Sie haben zum einen gesagt, der Zeitbedarf, das sagen auch alle. Eine Bloggerin hat mir gesagt, ich habe mich irgendwann darauf besinnt, was meine Kernkompetenz, das ist der Inhalt, das ist die fachliche Kompetenz, die Sie auch erwähnt haben. Und das mache ich. Und den Rest machen Dienstleister. Das machen Leute, die sich professionell damit auskennen und wo ich nicht meine Zeit rein investieren muss. Der Aufwand ist relativ hoch. Und das auch, das, was wir vorhin am Anfang auch gesagt haben, für jedes Medium muss ich mir auch überlegen, wie spreche ich darüber. Es sind andere Leute, es ist eine andere Art der Kommunikation, es gibt andere Regeln. Und sich wirklich ganz bewusst überlegen, wo will ich kommunizieren, was passt auch am besten zu mir. Und wenn ich überall bin, wie schaffe ich das überall auch unterschiedlich und passend zu kommunizieren. Durchhalten. Man braucht einen langen Atem, man muss Lust auf Schreiben haben und eben auch Neues, ne? Auch das hat Christopher Raun ja, sich und anderen was zumuten. Das gilt auch hier und eben auch da die Erfahrung, es kann auch mal was schief gehen, mal funktioniert es, mal nicht. Und in diesem Sinne laden wir Sie noch mal herzlich auf den Blog, auf das Wiki ein. So sieht es aus und das wird hoffentlich bald ganz groß gefüllt. Wir stellen die Präsentation ein, das, was Sie heute erarbeitet haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein frohes Mittagessen. Genau, herzlichen Dank, dass Sie so aktiv waren. Und ich hoffe, es geht Ihnen wie uns, dass Sie ein bisschen medienkompetenter sind als noch vor einer Stunde. Herzlichen Dank.